Auf jeden Fall ist es auf keinen Fall eine schöne Situation, nachts die Isomatte flicken zu müssen, damit man weiter schlafen kann und möglicherweise wieder neben dem Feuer und dann gibt es wieder ein Loch. Und außerdem haben immer viele Leute, auch weil sie halt ultralight unterwegs sein wollen oder gerne Gewicht sparen müssen, kein Flickset dabei. Und dann ist die Kacke halt am Dampfen, wenn das Ding Loch hat und man hat kein Flickzeug. Man kann sich dann noch mit Harz behelfen, das ist aber nicht gut. Oder mit Panzertape und das ist auch nicht gut. Also in beiden Fällen ist es nicht unrealistisch, dass man dann irgendwann im Laufe der Nacht nochmal nachpusten muss. Aber ja, Notbehelf, bisschen geht, bisschen hilft schon. Wenn man Glück hat, hilft es auch gleich ganz. Das kommt auch ein bisschen auf die Matte an. Nämlich die sogenannten selbstaufblasenden Matten. Und dafür habe ich hier dieses Modell. Das ist eine uralt Thermarest, die ist wirklich uralt, die ist 16 Jahre alt oder was. Damals gab es eigentlich nur Thermarestmatten. Also gefühlt von meiner Wahrnehmung zur damaligen Zeit gab es zwei Möglichkeiten. Das da oder Thermarest. Da war Thermarest schon quasi das Synonym für eine selbstaufblasende Isomatte. So. Jetzt ist die in dem Zustand, in dem ich sie gelagert habe, schon deutlich aus Matte erkennbar, hat eine gewisse Struktur und hat auch schon eine gewisse Dicke. Von der Dicke her, vom bequemen Liegen und so weiter, reicht diese Dicke meiner Meinung nach aber völlig aus. Also für mich mit meinen 100 Kilo, ich liege auf so einer Dicke von Luftisomatte, nicht Festschaum, Luft, liege ich eigentlich wirklich bequem. Und da habe ich dann keine Sorgen. So, jetzt abgesehen davon, dass die ein paar Blaubeerenflecken abbekommen hat von dem Biwak auf einer Insel mit jede Menge Blaubeeren. Damals durfte man auch auf Inseln übernachten. Inzwischen gilt in den meisten Regionen von Schweden, also in Schweden war das, dass man auf den Inseln nicht übernachten darf, damit die Inseln halt nicht total überübernachtet werden, weil jeder Depp auf der Insel übernachten möchte, insbesondere wenn er ein Kanu dabei hat. Deswegen. Macht Sinn, das ist halt einfach zu viel. Wenn da ständig jede Nacht irgendwer auf den Inseln schläft, ist das nicht gut. So, soweit eben bis zu diesem Zustand pusten die sich selber auf, weil da ist so ein Zwischending zwischen so einem Schaum hier und so einem Schaum, beziehungsweise da ist überhaupt kein Schaum drin, ist da drin. Und das bedeutet, dieser Schaum kann zwar komprimiert werden, anders als der, aber der hat schon von sich aus eine, der ist quasi wie ein Spülschwamm. Man kann einen Spülschwamm ja auch zusammendrücken und dann lässt man los und dann faltet er sich wieder auseinander. Und in diesem Fall passiert dieses Auseinanderfalten eben nur dann, aber auch wenn Luft da ist, die sich dann da wieder reindrücken kann, die vorher rausgedrückt wurde durchs Zusammendrücken. Also im komprimierten Zustand drückt man quasi sämtliche Luft raus, dadurch wird das Ding klein. Und macht man das Ventil auf, dann zieht durch das Ventil automatisch die Luft da langsam rein, weil der Schaum versucht, sich entsprechend auszudehnen. Wie gesagt, ist das ein uraltes Modell und ich habe es auch aussortiert und es steht nur noch rum, weil ich mich nicht getraut habe, es wegzuschmeißen. Dafür war es damals dann doch zu teuer. Und jetzt pusten wir es mal auf. Die muss man, hat man damals noch mit dem Mund aufgepustet. Man könnte das jetzt auch mit einer Tüte machen. Das wurde auch teilweise empfohlen, dass man eine Tüte nehmen soll, damit man keine Atemluft da reinkriegt, weil die Atemluft nicht gut fürs Material ist. Stimmt, ist es nicht, hat mich dann auch mal irgendwann gemerkt. So, das Gute ist jetzt, dadurch, dass sich das Ding größtenteils selbst aufbläst, reichen da zwei Lungen voll und dann ist sie prall gefüllt. Und zwar wirklich prall. So. Und jetzt kann halt unter anderem Atemluft oder sonstige Gründe allerdings dazu führen, dass so eine Matte, die ist wie gesagt uralt, irgendwann dieses Ding hier zeigt. Sieht lustig aus, ne? Integriertes Kopfkissen. Und da muss in irgendeiner Form die Laminierung vom Oberstoff von der Matte, das knistert gerade, das geht noch weiter auf, das geht noch weiter auseinander, muss an der Stelle irgendwie, keine Ahnung, was da passiert ist, gerissen, sich aufgelöst, was auch immer haben, was jetzt einfach dazu führt, dass nicht hier, wie man das mit diesem Wellenmuster noch schön sehen kann, eben die drin befindliche Schaumstruktur mit dem Obermaterial fest verklebt ist und dann nicht weiter auseinandergehen kann als halt eben an dieser Stelle. Und hier ist das halt völlig im Eimer, diese Fixierung. Man bekommt an der Stelle quasi einen Luftballon. Ja, da geht es noch weiter auseinander. In der Matte. Und
Theoretisch isoliert das schon auch noch. Also man könnte da auch noch irgendwie drauf schlafen. Das Problem ist, will man, dass die Seite der Matte einigermaßen prall ist, dann hat man hier diesen Bobbel. Wenn man den Bobbel nicht will, dann kann man dann nur mit so wenig Luft arbeiten, dass die Isolation dann quasi scheiße ist. Und das heißt, man müsste diesen Bobbel beim Schlafen in irgendeiner Form aussparen. Und da ist mir nie eingefallen, wie ich das machen soll, beziehungsweise es hat mich zu sehr genervt. Also, ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber jetzt in diesem prall gefüllten Zustand wird der immer größer. Also der nimmt am Rand quasi, wächst der sozusagen. Ich habe das schon lange nicht mehr aufgeblasen, das Ding. Ist im Grunde auch egal, ich wollte ja, die ist eh ausrangiert. Ich habe auch gedacht, ich hätte sie schon weggeschmissen, habe sie aber jetzt doch nochmal gefunden. Das hier ist ein Flicken. Den habe ich tatsächlich in so einem Fall, wie eben erwähnt, plötzlich irgendwann nachts, liegt man auf dem Boden und muss dann nachts die Matte flicken. Und da war damals nur, und das war scheiße, Flickzeug dabei, also ein Flickgel, das man erst heiß machen musste. Das heißt, ich musste nachts das Feuer wieder anzünden, meine Tube Flickzeug, Flickkleber im Topf im heißen Wasser heiß machen und dann konnte ich erst meine Matte flicken und musste noch das Loch im Dunkeln suchen. Das war auch nicht so einfach. Das bedeutet, man muss da quasi die Matte flüstern, so wie die gegebenenfalls vorhandene Gefährtin muss man auch quasi seine Matte behandeln, wenn man wissen möchte, wo sich das Loch befindet, je nach individuellen Vorlieben der jeweiligen Gefährtin. So, und das bedeutet, die habe ich eben ausrangiert. Und da ich die jetzt auch mal wegschmeißen möchte, weil die frisst Platz, können wir die Gelegenheit nutzen und mal schauen, was in so einer Matte eigentlich drin ist. Es tut mir zwar irgendwo jetzt wirklich weh, aber... So, aha, ja, interessant. Dann schnibbeln wir es noch ganz durch. Dann passt es auch besser in die gelbe Tonne. Das ist ja reines Kunststoffprodukt. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das problemlos in die gelbe Tonne kann. So. Ja, also, das ist das Innenleben einer uralt Thermarest-Matte. Man hätte jetzt im Prinzip ja eigentlich diesen Bobbel da rausschneiden können und den Rest noch verwenden. Nein, hält ja keine Luft mehr. Ist ja Quatsch. Bringt ja nichts. Was ich vielleicht mache, ist, dass mir noch ein bisschen von dem Gewebe, von dem Außenstoff, dass mir davon vielleicht noch ein bisschen was aufhebe, möglicherweise. Weiß ich nicht. Aber was hier drin ist, das sieht wirklich so ein bisschen aus wie Spülschwamm. Und man kann schön sehen, also das baut sich von alleine auf, aber lässt sich auch problemlos quasi sofort total zusammendrücken. Sieht so ein bisschen aus wie Füllmaterial von Sofas, Betten, Polstermöbeln, irgendwie so ein Kram, so gefühlt. Gefühlt sieht so aus. So, jetzt habe ich das Ding schon aufgeschnitten. Jetzt kann ich auch mal gucken an der Stelle, wo sich delaminiert hat. Das war hier. Schneiden wir da doch einfach auch nochmal ein Loch rein. Spaßeshalber. Aha, ja, also man kann es, glaube ich, wirklich ganz gut sehen, das klebt einfach nicht mehr. Das klebt halt einfach nicht mehr an der Oberhaut, beziehungsweise auch nicht unten. Und da kann man aber schön sehen, wie der Stoff, der Schaum von oben ausschaut. Doch gut, dass ich das Ding aufgehoben habe, so kann ich euch das jetzt mal zeigen. Ja, das ist ja ganz, ganz interessant irgendwie. Ja, also, wie gesagt, mir tut es in der Seele weh, das jetzt getan zu haben, aber was soll ich damit? Das Ding muss weg. Ich habe echt viele bessere Alternativen. Ich habe eh viel mehr Isomatten, als ich Körper habe, die ich drauflegen könnte. Und so gesehen war das jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch. Gut, also, Modell uralt. Wie gesagt, die war damals schon relativ leicht, aber nicht leichter als sowas hier. Vom Packmaß her deutlich kleiner als sowas, das ist auch nicht schwer.
aber nicht leichter. Also damals konnte man noch sagen, Festschaum-Isomatte leichter. Großes Packmaß, aber leichter als so eine selbstaufblasende. So, inzwischen sind die selbstaufblasenden auch sehr leicht geworden. Die Schaumstoffdinger zwar teilweise auch, insbesondere die, die so eine krasse Eierkartonstruktur haben, also diese Thermarest Z-Lite oder was, die habe ich ja nicht. Die hätte ich im Grunde gerne, aber extra kaufen will ich sie mir auch nicht. Wehe, die schenkt mir einer, die ist viel zu teuer. Vergesst es. So, muss man dazu sagen, dann kommt doch noch irgend so ein Wahnsinniger auf die Idee. Das geht ja mal. Da muss ich ja zu Besuch kommen, um Danke zu sagen. Das wollt ihr nicht. So, das hier ist jetzt also quasi so ein bisschen moderneres Modell. Und der Eindruck täuscht nicht, die ist sehr klein. Das ist nämlich Absicht, weil es gibt die meisten dieser aufblasbaren, ob sie nun selbst aufblasend sind oder komplett aufgepustet werden müssen, Matten in verschiedenen Längen. Das ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass lange Personen eine Überlänge haben wollen, um ganz drauf zu passen, sondern das hat auch den Grund, dass es Leute gibt, die einfach Gewicht sparen wollen und deswegen eine zu kurze Version nehmen. Und ich glaube, die hier hat 1,20 Meter. Und ist mir definitiv zu kurz. Ich verwende die aber in Kombination, und das ist nochmal eine wahnsinnig praktische Funktion von dem Ding, mit der Matte. Die lege ich drunter, die lege ich drauf. Die Teile, die schwer sind, die mit viel Gewicht nach unten drücken und den Schlafsack an der Stelle total platt drücken und gerne auch durch die Isomatte durchdrücken und dann kalt werden, zum Beispiel, ich bin Seitenschläfer, ja, Hüfte, ne? Das ist was bei mir klassischerweise als erstes kalt wird. Dann auch gerne mal hier der Rippenbereich und so weiter und so fort, weil halt eben als Seitenschläfer. Und in dem Bereich habe ich ja auch mit 1,20 Meter Matte immer Matte. Die Füße, die liegen dann nur noch hier drauf. Das ist egal. Also das habe ich auch schon bei Minus. Also ich bin mit dieser Kombination. Zack. Nein, Entschuldigung. Entschuldigung. Die dünne. Auf der sitze ich gerade. Also die dünne von dem hier plus das Ding. Mit der Kombination habe ich schon bei minus 12 draußen gepennt. Und das war von der Bodenisolation her überhaupt kein Problem. Auch sonst war es eigentlich ganz in Ordnung. Ich hatte nur zuerst so viel an dem Schlafsack, aber das ist egal. Spielt jetzt keine Rolle. Das Ding ist jetzt relativ günstig. Wer Casua kennt, das ist die Hausmarke vom Decathlon bei Wanderausrüstung und so einem Kram. Heißt, es ist eine Discounter-Matte. Hat gekostet, ich glaube, auch sowas um die 20 Euro. Wiegt irgendwas um die 400 noch was Gramm für so ein kurzes Ding. Ist das jetzt nicht so leicht, könnte auch 54, 400... ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, aber das könnt ihr euch ja auch recherchieren, wenn ihr dann entsprechend drüber nachdenkt, euch da so eine Matte zu holen. Und ich wollte einfach mal ausprobieren, so nach dem Motto, wenn sie kaputt geht, ist sie kaputt, dann war es wenigstens nicht teuer. Taugt die was? Und von der Isolationsleistung her taugt die definitiv was. Ein großer Nachteil, beziehungsweise muss nicht ein großer Nachteil sein, aber was mir negativ aufgefallen ist, sehr rutschiges, sehr glattes Material. Wenn man da nicht wirklich in der absoluten Ebene liegt, rutscht man da sehr schnell runter mit dem Schlafsack. Und das ist insbesondere dann nervig, wenn man noch eine zweite Matte drunter hat. Dann weiß man nie so genau, liege ich jetzt an der richtigen Stelle noch auf beiden Matten oder bin ich inzwischen auf der nur noch auf der unteren Matte mit der entsprechenden Stelle. Und das verwirrt mich persönlich ziemlich. Gerade bei so einer kleinen Matte ist Rutschen dann natürlich besonders fatal. Kann man sagen, okay, ich suche mir eine hundertprozentig ebene Stelle und dann ist mir das Rutschen wurscht. Wenn man aber halt eben mal gezwungen ist, wo zu übernachten, was zum Beispiel der Fall war bei mir, wo es keine hundertprozentig ebene Stelle gibt, das kommt häufiger vor, zumindest da, wo ich so unterwegs bin, dann ist das schon ein Problem. Und der Selbstaufblaseprozess bei dem Ding, das dauert. Das dauert. Wobei da jetzt natürlich noch erschwerend dazu kommt, dass die jetzt sehr lange komprimiert gewesen ist. Aus Platzgründen lagere ich die im zusammengerollten Zustand, so wie man es auch in den Rucksack packen würde. Eigentlich ist das nicht gut für die Matten. Die sollten eigentlich so gelagert werden, wie ich die ich eben zerschnitten habe, euch gezeigt habe. Also quasi Ventil offen,
und nicht zusammengeknüllt zu irgendeinem Knüll, auch nicht gefaltet, am besten stehend, zum Beispiel zwischen einem Spalt, zwischen Kleiderschrank und Wand beispielsweise oder hinterm Kleiderschrank oder irgendwie sowas. Das wäre die ideale Lagerung, so kann man die theoretisch bis in alle Ewigkeit aufheben, es sei denn, die delaminiert sich. Ne? Und je länger man das Ding haben möchte, desto weniger sollte man da eben reinpusten, weil durch die Atemfeuchtigkeit, die wir ausscheiden beim Ausatmen, eben das dem Schaum da drin nicht unbedingt gut tut. So ein Schaum kann tatsächlich auch schimmeln, das ist zwar unwahrscheinlich, aber es ist nicht völlig unmöglich. Pilze können alles zersetzen, sogar Kunststoff. So, aber auch diese Matte lässt sich, zumindest bei meinem Lungenvolumen, als großer Mensch ist das relativ groß, vergleichsweise großer Mensch, lässt sich das Ding auch mit zwei Atemstößen, zwei vollen, auf eine drauf schlafbare Größe eben entsprechend bringen. Hier sieht man auch diese Noppen, wie sie es auch gegeben hat bei dem anderen Teil. Und jetzt wissen wir auch, dass diese Noppen wahrscheinlich an der Stelle entstehen, wo die Matte gar nicht mit dem Stoff verklebt sein kann, weil sich an der Stelle Löcher befinden. Also wahrscheinlich überall da, wo die Noppe ist, ist drunter sind die jeweiligen Löchlein drunter. Merke ich jetzt auch zum ersten Mal. Also ich hatte sowas in der Richtung vielleicht schon vermutet, aber dass das so hundertprozentig definitiv so ist, das bemerke ich jetzt zum ersten Mal und finde das hochspannend. So. Ja, also, das ist, mal abgesehen von dem Rutschen, definitiv eine Empfehlung, die ihr Geld wert ist. Jetzt ist die auch nicht wahnsinnig dick. Man kann das, glaube ich, erahnen. Ich würde schätzen, so 1,6 cm, 1,7, irgendwie sowas. Und bequem ist das Ding auf jeden Fall. Also da habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Wenn man dann noch auf einem Waldboden oder sowas übernachtet und noch eine zweite Isomatte drunter hat, weil Winter ist, dann ist das super bequem. Gar kein Thema. Allein auf dem Ding mit der Bundeswehr-Isomatte drunter, auch schon super bequem, überhaupt kein Problem. Also dicker müsste es vom Liegekomfort für mich nicht sein. Und gerade weil diese Luftmatten halt eben auch ein bisschen nachgeben vom Material her und sich ein bisschen zusammendrücken lassen, ist es halt umso bequemer. Das passt sich auch so ein bisschen den Körperkonturen an. Ein bisschen. Die richtig dicken, da dann halt natürlich noch deutlich mehr. Diese Matten hier würde ich so ein bisschen als Intermediärmatte zwischen der Feststaum und dieser Matte, zu der wir dann noch kommen, ansehen wollen. Die sind auch von der Isolationsleistung so ungefähr im Mittelfeld. Die Dinger können sehr warm sein, wenn sie sehr dick sind. Wenn du also eine riesige Wurst durch die Gegend schleppst, dann haben die auch eine prima Isolationsleistung. Grundsätzlich ist aber die Isolationsleistung von diesem Teil, weil mehr Luft drin, schon ein bisschen besser. So von der grundsätzlichen Struktur her, als von einer dünnen Festschaum-Isomatte bei einer sehr dicken. Also ich habe es damals auch noch so gelernt, als es nur eben diese Matten zu kaufen gab. Und diese, die sind wärmer, wenn sie halt dick genug sind. Bei gleicher Dicke sind die auf jeden Fall wärmer. Bei gleicher Dicke sind die wärmer als alles andere. Also wenn man sich jetzt so ein Ding hier anguckt, das hat glaube ich 4 oder 5 cm, wenn es aufgepustet ist, hättest du eine 4 oder 5 cm Matte von dem Material, damit könntest du in der Antarktis direkt auf dem Eis rumliegen und würdest nicht frieren, sage ich jetzt einfach mal so. Ob das jetzt ganz stimmt, weiß ich nicht, aber im Prinzip wahrscheinlich wirklich. Auf jeden Fall preis-leistungstechnisch prima, das Rutschen, da muss man halt was einfallen lassen. Oder man klebt sich fest oder man hat einen besonders rutschhemmenden Schlafsack, vielleicht sowieso, weiß ich nicht, kann ja sein. Gut, und jetzt dieses schöne Stück hier, das ist jetzt noch nicht aufgepustet. Generell sind das hier halt eben die neuesten Isomattenmodelle. Also die Technologie, die hier verwendet wird, und die schneide ich jetzt ganz bestimmt nicht auf, ist das Neueste, was auf dem Markt zu haben ist. Und das hier ist
eine Expat Synmat ist schon fast ein Klassiker. Den haben wirklich viele Leute, das Ding haben viele Leute im Einsatz und ich habe noch keinen getroffen, der unzufrieden war. Ich persönlich bin total begeistert. Ich habe noch nie draußen so komfortabel und gleichzeitig super warm mit einer einzigen Isomatte gepennt wie mit diesem Ding. Also das ist schon super. Nachteil, das hier als Intermediärteil ist auch intermediär haltbar. Also die sind schon ein bisschen robust. Jetzt durch rein einfach mal ein bisschen auf Sand liegen oder was, kriegt man da normalerweise kein Loch rein. Da müsste man mit sehr komischen Dingen zugehen. Auch auf ein bisschen Kies liegen oder sonst was, kriegt man da normalerweise kein Loch rein. Glaube ich nicht. Also Funken immer. Funken hier genauso immer. Aber mechanische Beanspruchung schon relativ robust. Also es kann kaputt gehen, aber ist nicht so wahrscheinlich. Das hier ist vom Außenmaterial her und von der ganzen, wie sie es anfühlt und so weiter, ist das ein Hauch von nichts und wiegt auch fast nichts. Das bedeutet, es ist filigran und damit empfindlich und heißt, ich persönlich benutze diese Matte ganz bestimmt nicht, ohne irgendwas anderes drunter liegen zu haben. Mindestens ein Zeltboden und wenn man kein Zelt benutzt, dann braucht man halt mindestens noch eine Bundeswehr-Elefantenhaut oder eine andere Bodenplane, eine zweite Baumarktplane oder sonst was auf den Boden legen, um mit dem Ding pennen zu können. Meine Meinung, man kann es natürlich auch riskieren, aber davon möchte ich abraten. Davon möchte ich abraten. Oder halt eben dieses Teil hier idealerweise. Das ist eigentlich die perfekte Kombination. Und die Matte hier ist bis minus 6 ausgewiesen, glaube ich. Oder minus 5, minus 4 oder minus 6. Machen wir mal minus 5 draus. Mit den Dingen zusammen, also zwei Matten kombinieren, bringt immer mehr als die jeweiligen Werte der einzelnen Matten einfach ja, quasi anzupassen. Allein dadurch, dass es ein Zwei-Lagen-System ist, kriegt man nochmal zusätzliche Isolation. Also mit dem Teil zusammen würde ich mit dem Ding hier auch überall, also bei allen Temperaturen, wo ich überhaupt draußen schlafe, wo ich einen Schlafsack für habe, also bis minus 15 habe ich Schlafsäcke, bis minus 20 habe ich Schlafsackmaterial, bis minus 20 würde ich auch aus der Kombination mit dem da drunter, würde ich dann auch echt noch pennen wollen. Also da gehe ich davon aus, dass das funktioniert. Mit den zwei Lagen und doch. Gut, jetzt ist das Modell Synmat Ultra Light S. S heißt Short. Das Ding ist also auch wieder zu kurz für mich. Ich passe da nicht ganz drauf. Entweder hängen die Füße runter oder der Kopf oben draus. Und das kann man sehr einfach damit kompensieren, dass man einen Rucksack als Kopfkissen oder als Fußablage verwendet. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Ich mache meistens Letzteres und habe dann mit dem Kopf hier dann noch irgendwie einen Pullover drauf und kann mich da schön hinkuscheln und so weiter und so fort. Da ist das überhaupt kein Problem. Ich sehe also keinen Grund, weshalb man eine längere Matte, die noch ein paar Gramm mehr wiegt, dann da eben entsprechend mitschleppen muss. Breite ist natürlich ein Thema. Ich bin ja Seitenschläfer, deswegen komme ich mit schmalen Matten sehr gut zurecht. Wenn du auf dem Rücken liegst, in meinem Fall, man kann es hier ja ganz gut sehen, dann passt das so von der Breite her, ja, gerade so, ne? Also geht. Aber halt eben viel hin und her rutschen ist dann nicht mehr, dann liegt man dann relativ schnell unten. Da empfinde ich es aber als sehr schön, dass das Ding vergleichsweise eben sehr, sehr, sehr dick ist, weil du merkst sofort, wenn du nicht mehr auf der Matte liegst. Hast du eine dünne Matte, das spürst du nicht unbedingt den Unterschied, wenn du jetzt mal kurz von der Matte runter bist. Wenn es kalt wird, dann ja, aber vorher eigentlich normalerweise nicht. Und so kann man sehr gut merken, ich roll so halb von der Matte, ich roll so halb von der Matte, ich roll mal zurück und das funktioniert auch im Halbschlaf. So, das Pumpsystem gerade von diesen Synmatten von Expat finde ich sehr, sehr, sehr schön, weil es gibt zwei Ventile. Es gibt ein Inflate und ein Deflate-Ventil. Das Deflate-Ventil ist relativ simpel, das ist einfach nur ein Loch. Da kann man entsprechend dann die Luft ablassen. So, und wenn die Luft jetzt erstmal raus ist,
dann kann man feststellen, dass sich diese Matten nicht von alleine aufpusten, weil die Isolation entsteht dabei dadurch, das kann ich nicht reinfilmen, aber man kann es sehen, wenn man hier reinguckt, dass da sowas drin ist, das sieht so ein bisschen aus wie Kunstfaserdaunen. Also so ein schneeweißes Fasergeflecht, so spinnenwebenartig. Das geht durch die gesamte Matte. Also die hat ja diese Kammern. Und diese Kammern sind jeweils voll mit diesem Zeug und im Prinzip funktioniert das wie eine Isolationsjacke oder wie der Schlafsack, das Innere vom Schlafsack, genauso Material ist auch da drin und das macht die zu den, für ihr Gewicht effizientesten Isolationsmatten. Nochmal, wenn die hier 6-7 cm dick wäre, dann wäre die unschlagbar, aber da man das nicht tragen möchte und vom Volumen her wirklich nicht mehr an den Rucksack bekommt, gibt es da halt eben nur diese Möglichkeit. Und da kriegt man Volumen, die trotzdem warm sind, hin, wie sie sonst nur eine Luftmatratze hätte vom Volumen her. Eine Luftmatratze ist aber nicht warm, weil da dieses Füllmaterial fehlt. Das ist ein geschlossener Luftkörper, der als solcher eigentlich ganz gut ist, darin die Wärme durchzuleiten und nach unten abzugeben. Also eine reine Luftmatratze ist halt einfach echt nicht warm. So, die genaue Physik mit der Wärmeleitung, da müsst ihr einen Physiker fragen. Pumpen wir das Ding jetzt mal auf, weil ich möchte noch wirklich auf den Pumpmechanismus hinweisen. Und wenn ich irgendein Produkt empfehlen möchte heute, dann erstens mal diese Teile, weil halt einfach unkaputtbar, wenn das mit dem Aufrollen nicht wäre. Ich hätte mir nie was anderes gekauft. Und wenn sie nicht so ein bisschen, sagen wir mal, die hier sind unglaublich bequem. Die sind nicht unbequem, aber sie sind nicht zusätzlich bequem. Also, naja, um ganz ehrlich zu sagen, Rückenweh gibt es hier drauf ja, hier drauf nein. Und das ist, glaube ich, schon nochmal ein Faktor. Aber rein von der Isolation her, Festraum, super. Ich habe noch was vergessen, und zwar Thema Wasser. Wenn die Dinger nass werden, was ist dann? Also, sowas hier, wenn es nass wird, wird es oberflächlich nass, es kann sich nicht vollsaugen, es ist geschlossener Schaum, also das nimmt das nicht auf wie ein Schwamm, ist oberflächlich nass, ist unangenehm, ist nicht schlimm, isoliert auf jeden Fall trotzdem. Man wird aber leicht klamm, wenn man sich auf eine Matte, die man direkt aus dem Regen genommen hat, drauflegt und das Wasser kann auch drauf stehen. Gut, da muss man so ein bisschen ausschütteln. Es ist nicht angenehm, aber wie gesagt, man könnte drauf übernachten. Der Schlafsack würde ein bisschen was von der Feuchtigkeit mit Sicherheit auch aufnehmen. Dran sterben würde man nicht. Also sie sollte nicht nass werden, aber es ist nicht. Und sie trocknet auch schnell wieder, wenn sie es doch mal geworden ist. Da ist auch hilfreich, dass sie schwarz ist. Nimmt Energie schnell auf. Sonne und so ein Zeug. Das Teil, das wischt ab, dann ist es trocken. Also es nimmt überhaupt kein Wasser auf. Das ist natürlich nochmal super, ne? Also man kann das auch in die Pfütze schmeißen, dann nimmt man es raus und dann schüttelt man ein bisschen und dann legt man es hin und legt sich wieder drauf. Kein Problem. Das Ding ist auch sehr unempfindlich gegen Wasser. Das Obermaterial ist halt leicht feucht und trocknet schnell wieder und Problem ist gelöst. Und auch bei der gleiches wie eben, Obermaterial leicht feucht, trocknet sehr, sehr, sehr schnell wieder. Schlimm ist es auf keinen Fall, wenn die nass wird. Ist halt nicht so angenehm. So, jetzt muss ich erstmal den Akku wechseln. Also nochmal zu diesem guten Stück. Das wird jetzt geliefert in so einem Packbeutel. Dieser Packbeutel ist deswegen interessant, weil er ist winzig klein. Und ich zeige euch bei dem Ding nachher nochmal schnell die Größe, wenn es zusammengepackt ist. Das sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Und die wiegt lächerliche 400 noch was Gramm. Also 400 und ein paar zerquetschte. Und das Gewicht ist angegeben inklusive dem Packsack und dem kleinen Flickset. Und inzwischen ist in so einem Flickset dankenswerterweise auch ein Kleber, den man nicht erst in heißem Wasser auftauen muss, damit er klebt. Also ich weiß nicht, bei wie viel Grad Außentemperatur er dann doch irgendwann gefriert und man ihn dann doch in heißem Wasser austauen muss, aber zumindest muss man es nicht immer und grundsätzlich. Da gibt es ein extra Täschchen, da ist das drin, dann hat man es auch immer dabei. Dann vergisst man es auch gar nicht und nimmt es da bitte nie raus, sonst ist es irgendwann mal weg. Was auch noch mit im Packsack ist, ist der Snuggleback, oder wie der heißt. Schnotzel Pump Back. Was ist ein Schnotzel? Ein Schnotzel ist dieses Ding hier.
dass der Schnurzel schön nicht. Ich freue mich jedes Mal. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den benutze. So, und das haben vielleicht auch der ein oder andere sicherlich schon mal gesehen. Jetzt schließt man den Schnurzel, also den Schnurzel vom Schnurzel weg, schließt man hier am Inflate-Ventil an. Das hat nämlich so eine keine Ahnung, wie das heißt. Das ist jedenfalls ein Einwegventil. Die Luft geht nur in die Richtung, also rein. Zurück geht nicht, weil da ist dann irgend so ein Ding drin, was das blockiert. Irgendwas Tolles Technisches. Fragt einen Ingenieur. So. Jetzt kann man damit den Wind fangen. Und dann hat man da Wind drin. Das funktioniert erheblich besser, wenn man draußen ist, wo wirklich Wind geht. Da kann man das dann mit 2 oder 3 maximal solchen Windfangbewegungen hat man das Teil dann voll. Das Einzige, was man machen muss, ist aufpassen, dass sich das hier nicht verheddert. Sonst geht natürlich keine Luft mehr durch. Hui. Und Indoor ist halt nicht so komfortabel. Den Rest mache ich ohne Kamera. So, ich würde empfehlen, erst schön prall aufblasen, dann drauflegen, dann gucken, ob zu prall, dann gegebenenfalls noch ein winzig bisschen Luft rauslassen. Vorsichtig sein mit dem Ablastventil. Das ist schwierig, da ein winzig bisschen rauszulassen. Das ist meistens dann schon relativ viel. Schlauer ist es, wenn man dann irgendwann mal weiß, welche Luftmenge man drin braucht, um gut zu schlafen, wenn man das gleich beim Reinpusten dann entsprechend reguliert. Aber zum ersten Ausprobieren erstmal so. Ja, und so sieht das Ding dann voll aus. Ist halt eine Dicke jenseits von Gut und Böse, auch wenn es so einzelne Würste sind. Und in der Mitte der Würste ist natürlich ein bisschen dünner. Das merkt man aber gar nicht. Wenn man drauf liegt, spürt man auch nichts von diesen Würsten. Das ist halt einfach so bequem, dass ich mal kurz Päuschen mache, ne? Ich quatsch nachher weiter. So, also, grob gesagt, dieses Ding ist genial. Also eine absolute Empfehlung. Ich persönlich, ich habe sie jetzt noch nicht so lange. Ich habe sie in Schweden ausprobiert, ich habe sie ein paar Mal im Wald ausprobiert mit BW-Isomatte drunter. Insgesamt drauf gepennt, vielleicht 20 Nächte. Aber so gut! So gut! ich bin da super zufrieden mit. Gibt vergleichbare Modelle verschiedener Art auf dem Markt. Und das Schöne ist jetzt, für diejenigen, die jetzt im tiefsten Winter unterwegs sein wollen, gibt es genau das gleiche Modell von Matte, nur mit anderer Füllung, und zwar Daune. Und das ist dann, glaube ich, bis minus 24 Grad oder irgendwelche Späße geeignet. Bei der, ich weiß nicht, habe ich es gesagt, minus 4, minus 6, so irgendwas da dazwischen. Und was halt jetzt in diesem Schnotzeldeck hier auch nochmal toll ist, man kann den auch einfach nicht so mitschleppen als reinen Luftsack, sondern man kann da natürlich auch noch Ausrüstung drin verpacken. Und so dafür ist er auch gedacht. Der ist wasserdicht. Der wiegt 3 Gramm oder irgend sowas. Ein paar mehr schon, aber mehr als 8 glaube ich nicht. Und das Einzige, was da noch schwer ist, ist dieser Verschluss hier. Unglaublich dünnes Material, trotzdem saumäßig reißfest. Das muss so irgendwelche Fallschirmseide oder so ein Zeug sein. Irgendwas in der Richtung, auf jeden Fall ist Nylon. Fäden drin, nicht nur Nylon. Nylon ist die stabilste, aber vergleichsweise schwere Kunstfaser. Habe ich mich inzwischen schlau gemacht. Man kann den, der hat hier auch noch so einen Rollverschluss, wie man das von den Ortlieb-Säcken kennt. Gleich habe ich es. Ja, also hier kann man jetzt sehen, diesen Rollverschluss, und dann kann man ihn entsprechend aufrollen, und man kann halt eben sogar noch Sachen drin vakuumieren, mehr oder weniger, indem man da unten den Schnurzel aufmacht, dann das soweit zusammen, entsprechend, dass die Luft rausdrückt. Den Schnurzel muss ich noch aufmachen. Und dann kann man halt da sogar noch irgendwelche Klamotten drin vakuumieren und auf ein minimales Packmaß irgendwie bringen. Also allein diese Schnurzelsäcke, die verkaufen sie auch extra. Ist eine geniale Idee. Ist einfach Wahnsinn. Und wasserdicht. Nicht nur wasserabweisend, wasserdicht. Man kann also auch Wasser reinfüllen und das Ding als Dusche benutzen. Geht auch. Also einen... Es gibt wenig Gegenstände, die so leicht und im Prinzip bloß eine Tüte sind, die so multifunktionell einsetzbar sind wie dieser Schnurzelback.
Schnotzel. Ja, und das kommt noch erschwerend dazu. Er heißt Schnotzelbeck. Schnotzelbeck. Ist das cool? Ja, das ist cool. So. Und jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit, die ich noch gar nicht erwähnt habe und die Isomatten-Veteranen unter denjenigen, die sich dieses Video trotzdem anschauen, auch wenn sie erwarten, nichts Neues zu erfahren, werden jetzt sich schon gewundert haben, ja, wo bleibt er denn? Ja, wo bleibt er denn? Der R-Wert. Der mysteriöse R-Wert ist irgend so eine komische Größe, die angibt, was für eine Isolationskraft denn so eine olle Isomatte hat. Was das jetzt genau für ein Wert ist, wie der jetzt exakt definiert ist und so weiter und so fort, weiß ich alles nicht und ich halte von dem Ding auch nicht viel, weil erstens, kein Mensch hat im Kopf, welcher R-Wert für welche Temperatur gut ist. Also man muss schon wirklich ein absoluter Experte sein und genau wissen, wie dieses Ding definiert ist, um mit einem R-Wert von 3,1 jetzt wirklich konkret was anfangen zu können. Also ganz ehrlich, ich kann da nichts mit anfangen. Das ist relativ warm. Zwei Dinge dazu. Erstens, je höher, desto wärmer. Zweitens, alles jenseits von 5 ist Südpol. Und unter 1 ist Sommer, wo man eigentlich nur eine Matte hat gegen den Dreck, nicht so sehr zur Isolation. Und dazwischen kannst du das ausrechnen, 2, so mehr oder weniger 3 Jahreszeiten ungefähr, bei 3 so mitteldeutsche Winter, wenn man jetzt nicht ganz extremen Sachen machen möchte. Und falls man die doch vorhat, dann legt man noch irgendwas anderes drunter und fertig. Und mehr Gedanken muss man sich um diesen R-Wert meiner Meinung nach gar nicht machen. Außerdem sind das ja nur Richtwerte, die halt eben unabhängig vom Untergrund quasi ermittelt sind oder auf einem standardisierten Untergrund. Soll heißen, eine Matte, die laut diesem R-Wert für minus 6 Grad geeignet ist, ist auf einem humosen Waldboden, also mit einer dichten Humusschicht obendrauf, im Fichtenwald jetzt beispielsweise eben garantiert auch bis minus 10, minus 12, minus 15 unter Umständen gut. Je nachdem, wie viel Humus da halt rumliegt. Deshalb habe ich das am Anfang ja erzählt. Und deswegen sollte man halt eben diese Temperaturangaben, die durch diesen R-Wert entstehen, mit Vorsicht genießen und lieber so ein bisschen nach Praxis, bei wie viel Grad kann man denn da drauf jetzt pennen als Person XY. Nach solchen Angaben würde ich mich eher richten, als jetzt nach diesem unglaublich tollen R-Wert. Natürlich ist der nicht schlecht und wäre ich jetzt Materialkunde, Wissenschaftler, würde ich den unglaublich toll finden. Bin ich ja aber nicht. Und da es sich bei Isomatten nicht um Holz handelt, ist mir relativ egal, welche Zahlen es dazu gibt. Ganz ehrlich, bei Holz sind mir die Zahlen auch relativ egal. Da gibt es das E-Modul, die Rohmasse ist noch relativ wichtig. Ich habe schon vergessen, was das E-Modul macht. Die Steifigkeit, die Festigkeit. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber sag's niemandem, insbesondere nicht meinem Holzprof. Ah, ich glaube, der hat's gemerkt. Joe, das war's. Tschüss.